Darf ich vorstellen? BONT, ausgesprochen Botulinum Neurotoxin. Eine Ausscheidung von Bakterien und besser bekannt unter Botox. Und wie der Name schon verrät, ist es eine für Menschen giftige Substanz, die das Nervennetz beeinträchtigt. Es ist eines der stärksten uns bekannten Gifte überhaupt. Nein, das ist kein Djinn. Das ist ein normaler Mensch. Gut, von einigen wird diese Person Donatella Versace vergöttert, weil sie Mode kreiert. Zugegeben, meiner Vorstellung von Schönheit entspricht sie nicht. Und Mode hat für mich einen sehr geringen Wert in einer Gesellschaft mit weitaus größeren Problemen als die Präsentation der aktuellen Saisonmode. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht darum, dass das Gesicht von Menschen mit Botox wesentlich verändert werden kann, ohne wirklich unter das Messer zu müssen. Benutzen aber Menschen zu viel davon, entstehen oft Fratzen, die nicht mehr einfach so zu korrigieren sind. Und für einige ist zu viel trotzdem nicht genug. Wir reden hier aber von Kleinstdosen dieses Giftes. Da es eines der stärksten Gifte ist und giftig bedeutet eine Schädigung für den Organismus, der es als Gift ansieht, ist es somit auch eines der tödlichsten Gifte für uns Menschen. Für unser Beispiel verwenden wir eine Menge von 5000 Nanogramm. Mit 5000 Nanogramm sollte es vorbei sein. Liegt man nicht zufällig gerade in einem Krankenhaus und ist das Antiserum nicht parat, muss man sich schnell noch überlegen, ob man nun Yahweh anbeten soll, Jesus als einen Herr und Erlöser akzeptiert, Gott als einzigen Gott ansieht und Mohammed sein Prophet ist, oder ob man nicht doch irgendeinen anderen der 300 Millionen Götter aller bekannten Pantheons auswählt. Denn es hat sich soeben ausgelebt. 5000 Nanogramm sind 5 Mikrogramm. 5 Mikrogramm sind 0,005 Milligramm. 0,005 Milligramm sind 0,000005 Gramm. 0,000005 Gramm sind 0,000005 Kilogramm. Gewichtmasse, die im alltäglichen Leben eines Menschen nicht mal ansatzweise begreiflich sind. Und was hat das Ganze mit deinem muslimischen Glauben zu tun? Saad, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte, wer an jedem Morgen 7 getrocknete Datteln von Medina isst, dem kann kein Gift schaden, bis die Nacht anbricht. Dies ist ein Aufruf an jeden Muslim, der an die Worte des Propheten Mohammed glaubt. Führt euch eine tödliche Dosis von Botox zu und esst aber am Morgen 7 Datteln aus Medina. Ist euch Botox doch etwas zu riskant, verspeist eben einen Pfeilgiftfrosch. Für beide Varianten gibt es immerhin eine Chance zu überleben, durch Antigifte. Wenn aber euer Glaube durch prophezeite Worte von Mohammed sogar noch stärker ist, dann probiert es mit Rizin. Dafür gibt es kein Antiserum. Oder doch? Ich warte auf Wunder. Bis zum nächsten Glaubenstest.